Willkommen bei Social Analytics, dem Influencer-Management-Tool für Instagram. Zunächst loggen wir uns hier im Backend ein. Das Backend erreichen Sie über unsere Website. Loggen Sie sich einfach ein und gehen Sie auf den Button Backend. Nach der Abfrage Ihres Passwortes und Ihrer E-Mail-Adresse kommen Sie auf unsere Instagram-Influencer-Research. Sie finden hier fast 1 Million Influencer aus der ganzen Welt. Zunächst sehen Sie hier die größten Menschen aus der Musik- und Sportwelt. In der Suche können Sie dann verschiedene Kategorisierungen vornehmen. Wir können zum Beispiel filtern nach Deutschland. Hier sehen wir die aktuellen Influencer-Toplists aus Deutschland, sowie in der Welt vor allem Sportler und Musiker, aber auch YouTuber. Unsere Suche können wir weiter verfeinern, zum Beispiel nach Städten. Hier haben wir eine Liste deutscher Städte und können uns speziell Berliner Influencer auswählen. Schon haben wir eine Übersicht über alle Influencer in Berlin. 4.326 Einträge sind es aktuell. In der Übersicht sehen Sie zum einen, wie viele Follower ein Influencer hat. Sie sehen aber auch, wie viele Medieninhalte, das heißt Videos oder Fotos, von dem jeweiligen Blogger gepostet wurden. Außerdem sehen Sie, wie viele Personen ein Blogger selber folgt. Sie können die Suche außerdem verfeinern, indem Sie zum Beispiel die Mindestanzahl der Follower auswählen bzw. die Maximalanzahl. Demnächst werden Sie hier auch noch die Verfeinerung nach Kategorien finden. Als nächstes können wir einen Blick auf das Profil eines Influencers werfen. Finden wir diesen Influencer zum Beispiel interessant, klicken wir auf sein Profil. Nach wenigen Sekunden sind die Daten aus der Datenbank geladen. Die Berechnung dauert immer ein wenig, da alle Daten aktuell zusammengerechnet werden. Hier im Profil sehen wir verschiedene Informationen. Zunächst die öffentlichen Informationen. In den öffentlichen Informationen haben wir die Kurzbeschreibung des Influencers sowie den aktuellen Website-Link. Außerdem sehen wir die Anzahl der Follower. Später sehen wir noch die Medienanalyse. Hier sehen Sie, wie viele Likes und wie viele Kommentare der Influencer durchschnittlich hat. Daraus können wir die Engagement Rate berechnen. Die Engagement Rate gibt uns Aussage darüber, wie viele Follower mit dem jeweiligen Influencer interagieren bzw. mit seinen Medieninhalten. Je höher die Engagement Rate ist, das heißt die Interaktion, desto mehr Fans beteiligen sich an den Medieninhalten. Außerdem sehen wir hier den Preis des Influencers sowie den Preis für eine Story. Die Preise sind so gesetzt, dass sich sowohl der Influencer als auch die buchende Firma wohlfühlen. Natürlich weichen die Preise bei Agenturen ab, die schon längerfristige Engagements haben oder auch größere Pakete buchen. Dafür gibt es auch noch eine individuelle Spaltenhinzufügung, zu der wir später kommen im Influencer Manager. Im Profil sehen wir nun weiter die Follower- und Medienanalyse. In der Follower- und Medienanalyse können wir erkennen, ob ein Influencer organisch wächst oder ob es unorganische Sprünge gibt. Dazu haben wir in unserer Documentation noch eine ausführliche Beschreibung. Ebenso sehen wir, ob die Medieninhalte kontinuierlich wachsen oder ob Medieninhalte gelöscht wurden. Darunter befinden sich die aktuellen Medien des Influencers. Diese kann man auch schön in Meetings mit Kunden heranziehen, um zu sehen, welche Inhalte der Influencer postet, wie er aussieht und wie der Stil der Bilder ist. So sieht man auch, ob der Influencer zum eigenen Produkt passt. Weiter unten finden wir die Post-Analyse, von der ich schon im Engagement sprach.
Hier sehen wir, wie viele durchschnittliche Likes ein Medium des Influencers erhält, rückblickend auf die letzten Medien, aber auch wie viele Kommentare. So kann man zum Beispiel sehen, wo Spitzen entstanden oder wo gleichbleibende Kommentare hinterlassen werden. Spitzen entstehen zum Beispiel durch Gewinnspiele. Des Weiteren können wir uns hier die Hashtag-Informationen ansehen, ebenso bezogen auf die letzten Postings des jeweiligen Bloggers. Hier kann man sehen, mit wem der Blogger unterwegs ist oder auch mit welchen Marken er zusammenarbeitet oder ob es neue eigene Projekte gibt. Im nächsten Step sehen wir die Location-Daten, interessant für jeden, aber auch Reiseunternehmen. Mit einem Klick auf den Marker kann man auch die aktuellen Medien sehen und kann so abschätzen, wo der Blogger unterwegs ist und in welchen Städten er zu sehen ist. Ein wenig weiter unten finden wir dann die verlinkten User. Verlinkte User sind sehr interessant, ebenfalls um zu sehen, mit welcher Marken ein Blogger zusammenarbeitet oder mit welchen Personen er oder sie unterwegs ist. Eine Spalte weiter unten finden wir ähnliche User. Die ähnlichen User orientieren sich immer an der zuvor getätigten Suche. Haben wir uns also Blogger aus Deutschland und Berlin angesehen, dann bekommen wir hier weitere Blogger aus Berlin mit einer ähnlichen Follower-Anzahl. So können wir ähnliche Personen finden. Die Monitoring-Tabelle gibt es natürlich auch noch in einer tabellarischen Übersichtsform mit der Möglichkeit, sich alle Informationen als CSV-Datei zu ziehen. So lassen sich zum Beispiel Statistiken und Diagramme für Kunden erstellen. Bei großen Bloggern schalten wir ihnen außerdem die Cross-Media-Search hinzu. Die Cross-Media-Search durchsucht YouTube nach Inhalten und schaut, welche Videos von unserem jeweiligen Blogger verfügbar sind. Nicht nur für Meetings ist dies ein tolles Feature. Hier können Sie sehen, was Ihr Blogger noch zu bieten hat, denn besonders YouTube bietet langhaltige Platzierung und ist auch für Suchmaschinenoptimierung ein großartiges Tool. Das war unser Profile der Influencer. Nun kommen wir weiter im Menü zum Thema Influencer-List. Haben wir unsere Influencer gefunden, können wir sie ganz einfach durch einen Button zu unserem Favoriten hinzufügen. Haben wir das einmal getan, befindet er sich hier in unserer Influencer-List. Aus unserer Influencer-List können wir verschiedene Gruppen erstellen. Diese Gruppen helfen uns, Influencer zu sortieren und stets die aktuellsten Daten parat zu haben. In der Influencer-List kann man Blogger also nicht nur speichern, sondern auch kategorisieren. Das ist sehr vorteilhaft bei Kundenanfragen, wenn man schnellen Zugriff auf Blogger braucht. Je nachdem, ob man eine Marke ist, zum Beispiel für Sonnenbrillen oder für Fitnessprodukte und vielleicht genaue Segmentierungen braucht, zum Beispiel hier nach männlich und weiblich in verschiedenen Größen und jeweils in Bezug auf Mode. Oder in Werbeagenturen, denen man auch andere Themen braucht, zum Beispiel vorausgreifend für die Bundesliga, Haarpflege oder auch Mami-Blogger, in speziellen Fällen vielleicht auch Politik und Schmuck. Je nachdem, wie man es braucht, kann man sich hier seine Gruppen anlegen. Nun schauen wir uns eine Gruppe an. In unserer Influencer-List haben wir den Überblick über all unsere zuvor hinzugefügten Influencer, die sich unterhalb befinden. Alle Influencer haben wir hier auch in einer übersichtlichen Form zum Vergleich. Dieser Vergleich hilft uns, verschiedene Influencer gegeneinander laufen zu lassen. Je nachdem können wir also erkennen, wer aktuell Follower abbaut und wer Follower gewinnt. Je nachdem können wir auch für Kunden entscheiden, mit wem sich eine langfristige Zusammenarbeit lohnt und mit wem nicht. Unsere Listen haben wir stets vorbereitet und für Kunden griffbereit. Die Daten können wir natürlich auch als CSV-Export herunterladen oder wir können Influencer hinzufügen oder entfernen. Zum Thema Pricing haben wir schon einmal gesagt, dass die Preise hier so berechnet sind, dass Menschen, die nicht mit Influencer-Marketing zu tun haben, einen fairen Preis bekommen, mit dem beide Seiten zufrieden sind. In vielen großen Agenturen besteht bereits eine Zusammenarbeit.
Deshalb sind die Preise anders. Sie können sich hier auch extra Spalten hinzufügen, zum Beispiel mit realen Agenturpreisen oder auch mit zusätzlichen Informationen zum Influencer, zum Beispiel den Kontaktdaten. Neue Preise oder Kontaktdaten fügen Sie einfach hier durch Edit List Items hinzu. Mit einem Klick kommen Sie hier in diese Übersicht und können so sagen Kontakt. Schon haben Sie ein neues Feld hinzugefügt und können Ihren Influencern, die favorisiert sind, Kontaktdaten hinzufügen. Diese werden in Ihrem System gespeichert. Oder auch reale Preise, zum Beispiel durch längere Kooperation. Im nächsten Step haben wir den Kampagnenmanager. Hier können Sie super schnell Angebote berechnen und sparen extrem viel Zeit. Sie benötigen keinen Manager und können es auch durch nicht angelerntes Personal schnell zu Angeboten schaffen. Wir haben hier einmal verschiedene Möglichkeiten vorbereitet, zum Beispiel ein Kampagnen-Split-Testing. In der Kampagne hat man verschiedene Daten, die gesammelt werden. Unterhalb dieser Berechnung befinden sich die verschiedenen Influencer. Hier im Kampagnenmanager kann man verschiedene Influencer hinzufügen und sagen, wie viele Postings oder Stories die Influencer abgeben sollen. Im Beispiel haben wir uns einmal auf 7 Postings beschränkt. Wir bekommen hier die aktuellen Daten unserer Kampagnenmitglieder. So viel kostet uns die Kampagne, so viel erreichen wir, so viele Fans, so viele Likes, so viele Kommentare. Alles vorhergesagt für Ihre Kampagne und auch für Ihre Kunden. Ebenso berechnen wir die zukünftigen Daten und die Daten per Post. So kann man sehen, was ein einzelnes Posting kostet. Hier in dieser Statistik kann ein Kunde sehen, wer von den Influencern das meiste kosten wird, um so auch einen Überblick zu haben, in wen man das meiste investiert. All diese Kampagnendaten und auch die Liste unterhalb können Sie sich schnell als Print- und PDF-Export ausgeben lassen. So können Sie verschiedene Kampagnen anlegen und haben am Ende 5 oder 6 verschiedene Angebote und das in weniger als 20 Minuten. Nun kommen wir zum letzten Teil des Influencer-Managements, dem Influencer-Post-Monitoring. Im Influencer-Posting-Monitoring hat man das Kernstück für die letztendliche Erfolgsbewertung einer Kampagne. Hier können wir nachschauen, wie viele Postings wurden gemacht, wie viele Impressions haben wir erreicht, wie viele Likes und wie viele Kommentare. Das alles extrem verfeinert und in 3 verschiedenen Parametern. Schauen wir uns eine Gruppe an. Wir hätten hier eine Modemarke aus Deutschland. Diese hat beispielhaft 7 Influencer. Diese 7 Influencer werden nun ständig von unserem System mitgeschnitten. Wir können nun sagen, gib uns aus, wann unsere Influencer uns selbst erwähnt haben, zum Beispiel in einer Markierung im Bild. Ebenso ist es möglich, Markierungen im Text herauszufiltern. Sie können aber auch Hashtags verwenden. Die Angabe mehrerer Hashtags ist möglich. Als nächstes können wir noch einen Zeitraum festlegen, zum Beispiel der Monat November. Und schon filtern wir alle Resultate. Das System berechnet kurz alle Daten und gibt dann alle relevanten Postings für unser Monitoring aus. Hier finden Sie nun alle abgegebenen Postings zum Thema bzw. zum Hashtag oder zur Markierung. Sie haben also schnell einen Überblick, was Ihre Influencer gepostet haben, zu welchem Zeitraum es war und wie viele Personen es gesehen haben, wie viele kommentiert haben und wie viele interagiert haben. Das Monitoring können Sie damit zu jeder Zeit ausfüllen. Sie können Ihren Kunden wöchentliche Aussagen zuschicken, monatlich oder auch gesamte Kampagnen berechnen. Natürlich funktioniert das Monitoring auch rückblickend. Im nächsten Schritt bekommen Sie noch 2 weitere Zusatzfunktionen. Der eine ist hier bereits integriert, unser Hashtag Analyzer. Ein sehr beliebtes Tool, denn hier können Sie Instagram durchfiltern. Wir durchsuchen alle Medien, die es in den letzten Tagen, Wochen, Monaten und Jahren gab und bringen für Sie die Top 100 heraus. Wie Sie hier sehen, sind es verschiedene Hashtags, die möglich sind und es sind 500 Analysen im Monat möglich.
Sie können diese Hashtags ganz einfach eingeben und wir berechnen innerhalb von 5 bis 10 Minuten, die Datenanalyse ist sehr aufwendig, die gewünschten Hashtags. Schauen wir uns dann die Ergebnisse an, bekommen wir eine Liste mit den Top 100 Influencern, die es zu diesem Thema gab in den letzten Zeiträumen. Je nach Paket unterscheidet sich die Menge der durchsuchten Postings von 1000 bis 10.000, die letztendlich von uns analysiert werden. Hier sehen Sie die Top Influencer und etwas weiter unten sehen wir noch die Top 100 Medien. Hier lassen sich hervorragend Influencer entdecken. Das Tool kann man aber auch noch für viele andere spannende Methoden nutzen. Einer unserer Kunden nutzt es zum Beispiel zur monatlichen Datenauswertung über Werbeverhalten in Instagram anhand des Hashtags Ad. Dadurch sieht er, wer postet, wie viel und kann dadurch Analysen erstellen, ob sich im Werbemarkt etwas ändert. Dasselbe schalten wir Ihnen demnächst hier frei. Im Toplist Content Creator. Aktuell hier noch als extra Hashtag-List, doch demnächst als Toplist Content Creator. Es hilft bei der Suchmaschinenoptimierung. Deshalb können Sie als Kunde exklusiv darauf zugreifen. Im Toplist Content Creator haben wir zunächst denselben Effekt wie beim Hashtag Analyzer. Wir filtern für Sie alle Medien und geben sie in einer Liste aus. Die Liste ist nicht so schön, allerdings kommt die Power etwas weiter unten. Denn hier haben wir generierten Content direkt in HTML verpackt. So können Sie nicht nur Artikel erstellen, sondern auch bestehende Artikel extrem aufwerten, zum Beispiel durch die aktuellen Top 100 Postings zu einer Fashion Week oder zum Thema Gartengestaltung oder zum Thema Do-It-Yourself. Es wird Ihnen nicht nur in der Suchmaschinenoptimierung helfen, sondern auch in der Generierung neuer Fans oder neuer Kunden oder neuer Leser. Die Inhalte sind visuell aufbereitet und schnell in Blogs eingebunden, ohne besondere Kenntnisse. Damit haben Sie ein vollständiges Influencer-Management und viele nützliche weitere Tools wie den Hashtag Analyzer und den Toplist Content Creator. Das war Social Analytics, unser Tool für Instagram-Management.